Endlich kriegen wir wieder Ben Nevis 10. Es hat lange gedauert, jetzt gibt es wieder Abfüllung. Ob die neue Abfüllung im neuen Design auch lecker ist, das versuchen wir wie immer nach dem Intro rauszufinden. Also Kinders, dranbleiben, gleich geht's los. Willkommen bei Friendly Mr. Z. Ich bin heute wieder in den Highlands unterwegs, hab für euch einen Ben Nevis, 10 Jahre alt. Ihr wisst alle, Ben Nevis, 10 Jahre, ist schwer zu kriegen mittlerweile, kommt eher selten zu uns. Ich habe vor, ich glaube, 2 Jahren mal eine Flasche bekommen. Da war die aber noch im alten Design. Jetzt haben wir das neue Design. Das ist hier, guckt mal hier, also das ist hier einfach nur so ein Karton mit Loch drin. Und dann habt ihr auch hier einfach nur so einen kupferfarbenen Karton innen. Das kann man auch rausholen. Man kann alles rausholen. Naja, ist auf jeden Fall schon eine schicke Verpackung. Ich mag auch das Design hier. Aber ist ja auch immer wichtig, dass der Inhalt stimmt. Ne? Und wie gesagt, wir wissen halt, Ben Nevis 10 ist halt echt schwer zu kriegen. Kommt nicht so viel, weil das meiste geht ja ins Ausland, was die da so produzieren. Und ich habe ja mal ganz am Anfang, als ich meinen YouTube-Kanal gerade angefangen habe, hatte ich ja schon mal den Ben Nevis 10 im Video gehabt. Und ich weiß gar nicht mehr so genau, wie gut ich den fand. Ich glaube aber, so schlecht fand ich den nicht, auch wenn der sehr speziell war. Ob der jetzt auch so ist, das werden wir jetzt rausfinden. Auf jeden Fall haben wir hier 46%. Er ist nicht kühl gefiltert. Von Farbe steht nichts drauf. Ich glaube, der ist nicht gefärbt. Zumindest so hell wie der ist, kann ich mir das nicht vorstellen. Also guckt doch mal bitte hier, Leute. Das ist ja helles Stroh. Das ist verbrannte Wiese. deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass der gefärbt wurde. Aber wichtig ist, wie immer, dass es schmeckt. Und guckt euch mal das Design hier an, die Buddel. Da ist auch der Ben Nevis drauf. Der höchste Berg Schottlands müsste der Ben Nevis sein. Macht auf jeden Fall was her, aber wie gesagt, muss halt auch vom Inhalt her stimmen. Denn wir haben auch schon ein Problem, der Preis. Ne? Also hast du für die ersten Ben Nevis 10 Abfüllungen noch irgendwie, keine Ahnung, 50, 60 oder unter 50 Euro, glaube ich, noch bezahlt vor 2 Jahren. Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Ich glaube 48 Euro oder so habe ich dafür bezahlt. Musste ich jetzt für die schon 75 hinblättern, ne? Und 75 ist schon nicht mehr der günstigste Preis, weil der liegt, glaube ich, schon, oder ich glaube sogar UVP war, glaube ich, 75 Euro. Die meisten Shops und Händler bieten den mittlerweile für um die 80 an, ne? Oder über 80 teilweise, ne? Also, ja, da wollen alle am Kuchen was mitverdienen und an diese seltene Abfüllung, die man für eine Standardabfüllung ist das eine sehr seltene Abfüllung, ne? Wenn du halt überlegst, du kommst nur alle 2 Jahre mal dran, ist das schon echt selten. Ne? Und in den Auktionen gehen die ja auch wie geschnitten Brot weg. Ne? Also ich habe diese etwas älteren Ben Nevis 10 Jahre, die gehen ja für über 100 in den Auktionen weg. Ne? Da habe ich übrigens auch noch eine Flasche von hier. Deswegen wird es vielleicht bald einen Ben Nevis-Vergleich geben. Also Ben Nevis 10. Ich habe ja 3 verschiedene Abfüllungen aus 3 verschiedenen Jahren hier. Können wir da miteinander vergleichen. Da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Naja, jetzt auf jeden Fall genug gelabert wieder. Wir müssen jetzt mal die Nase reinhalten, gucken, was wir so im Glas haben. Also los geht's, Kinders. Also seit auf den ersten Moment wieder diese gleiche, leicht ungewöhnliche Nase, die ich schon bei dem ersten Mal hatte, als ich den verrochen habe, bei der etwas älteren Abfüllung von vor 2 Jahren. Ich finde, der riecht halt nach Honig und krassen Röstaromen. Also ich finde, du hast so, als wenn ich so, keine Ahnung, ich weiß, ne, Honig rösten geht nicht. Aber ich muss immer so ein bisschen an diese Toblerone-Dinger denken, ne, die da drin sind, diese Honigdinger. Die sind ja auch so ein bisschen karamellisiert geröstet. So ein bisschen in die Richtung geht das. Aber der hat auch noch so Zitrusnoten, so Orangenzeste so ein bisschen. Aber der hat auch was leicht Dreckiges. Ne? Der hat so einen leicht dreckigen Style. Ne? Und das ist, glaube ich, das, wo ich letztes Mal gesagt habe, das finde ich ein bisschen ungewöhnlich. Da war ich aber vielleicht noch nicht so erfahren. Da habe ich noch nicht 400 Videos gemacht davor. Ne? Aber also der hat schon sowas, also der hat diese Röstaromen, gleichzeitig diese
leichten Zitrusnoten, so Fruchtnoten, so ein bisschen. Ich kann die Frucht nicht einsortieren. Könnte so Pfirsich, Aprikose sein, könnte aber auch irgendwas anderes sein. Irgendwas Hellfruchtiges auf jeden Fall. Diese, wie gesagt, diese Honignote hast du dabei. So, irgend so ein bisschen Dreck, würde ich sagen. Irgendwas Dreckiges hat der. Könnte so ein bisschen, ich überlege gerade, an was mich das so erinnert. Ich denke gerade so ein bisschen daran, ich habe so eine Kerze gerade ausgemacht. Ne? Stell dir mal vor, du hast gerade eine Kerze ausgepustet und da kommt dieser Dampf halt hoch. Ne? So ein bisschen in die Richtung, finde ich, geht das. Also halten wir mal fest, der hat Honig, der hat Zitrus, der hat irgendwas Orangiges, der hat krasse Röstaromen. Wie gesagt, für mich ist das, vielleicht könnte man auch sagen, die Zitrone ist angeröstet worden. Der hat diesen dreckigen Style wie von einer ausgepusteten Kerze und irgendeine helle Frucht. Was genau, schwer zu sagen. Naja, hilft ja nichts, wir müssen mal probieren. Slanja Kinners. Okay, den finde ich schwierig einzuordnen. Der hat so ein bisschen, also der ist sehr herb, aber der ist nicht herb, ausgelutschtes Fass herb, sondern extrem dunkle Bitterschokolade, stark geröstetes, überröstetes Getreide. Stell dir Kellogg Smacks ohne Zucker vor, dieses gepuffte Getreide und das übertrieben dunkel geröstet. Richtig, richtig dunkel. So krass, dass du sagen würdest, und das kann man schon fast nicht mehr essen. Dann habe ich so einen Röstkaffee-Moment. Ne? Also, ne, wenn du irgendwo bei Tchibo, Edusho oder was weiß ich bist und da rösten die gerade diese Kaffeebohnen. Und du stehst in diesem Laden und jetzt nimm einfach mal so eine von denen im Mund. Dann ist so dieses, ne, dieser Geschmack halt. Und das ist aber sehr intensiv. Also der muss schon sehr, sehr dunkel geröstet sein. Der hat so eine ganz leichte, staubig trockene Note. Finde es spannend, dass sich das von der Nase her gar nicht ändert, aber im Geschmack halt so unterschiedlich ist. Muss man mal einen Schluck probieren. Sehr herb. Also wirklich, das ist ein sehr herber Whisky. Da musst du schon drauf stehen. Also das muss schon dein Ding sein. Also wie gesagt, es schmeckt nicht nach diesem ausgelutschten Fass, sondern wirklich nach einer sehr, sehr stark herben Schokolade. Keine Ahnung, 99% Kakaoanteil. Extrem stark geröstetes Getreide. Wahrscheinlich wurde das Fass übelst krass getoastet. Richtig viel. Ja, also das ist so, als wenn du halt so ein bisschen Holzkohle halt auch hättest, ne? Aber es ist kein Peat oder so, es ist schon so Barrel Char Style, ne? Aber es ist wirklich, also diese herbe Note, die verteilt sich auch im Mundraum, der Mundraum wird trocken. Das ist wirklich so, als wenn du nur diese 99% Bitterschokolade mit überrösteten Smacks essen würdest. Und dazu gesellt sich halt noch irgendwie so was Würziges, was eben vielleicht vom Fass sein könnte. Aber das ist echt so speziell. Ich glaube, das wird nicht vielen Leuten gefallen. Also ich finde es sehr schwierig. Ich finde, das ist ein Whisky, den kannst du nicht mal eben so trinken. Das ist nichts, was, wo du sagst, ich nehme jetzt mal ein Ben Nevis 10, sondern ich glaube, das ist so ein Ding.
auch wenn er nur 46% hat, auch wenn es ein Ben Nevis 10 Jahre ist, aber da musst du dich, glaube ich, lange, lange mit auseinandersetzen, beschäftigen. Vielleicht wird der an der Luft besser, vielleicht braucht er einfach ein paar Stunden im Glas, vielleicht wird der auch morgen ganz, ganz, ganz mies schmecken. Ich weiß es nicht, aber es ist auf jeden Fall ein sehr schwieriger Whisky, um reinzukommen. Kann ich nicht empfehlen für Leute, die was Leichtes, Süffiges haben wollen. Das ist definitiv hier nicht geboten. Auch beim Abgang merkst du es halt schon. Du hast diese leicht herbe Note, du hast eine schöne Holzwürze mit dabei und das ist auf jeden Fall, ja, ich würde sagen, der Whisky ist fast anstrengend zu trinken. Also, ich glaube, das trifft es eigentlich auf den Punkt. Das ist ein anstrengender Whisky. Ja, von mir gibt es 3 bis 4 Daumen hoch. Ich bin gespannt, wie der im direkten Vergleich mit den Abfüllungen aus den Vorjahren abschneidet. Kaufempfehlungen weiß ich nicht. Wie gesagt, also du musst dich, glaube ich, darauf einlassen und Bock drauf haben, dann kann man sich den mitnehmen. Aber ich persönlich finde, 75 € für diesen Whisky ist schon hart an der Grenze. Ich glaube, da würde ich ihn nicht nochmal für kaufen. Ein Fuffi wäre super, glaube ich, gewesen. Da sind wir bei dem alten Level, wo wir immer waren. Aber wie gesagt, ist halt gefragt. Alle wollen es haben. Also von daher, muss man nicht kaufen. Kann man kaufen. Ich glaube, ein Sample reicht. Ein Sample reicht. Da vielleicht auch ein größeres Sample nehmen und dann einfach mal so ein, zwei Mal probieren. Ich glaube, das ist der Whisky ist dafür, glaube ich, ganz gut geeignet. Aber wie gesagt, ihr werdet es selber, glaube ich, merken, es ist ein anstrengender Whisky und es ist mal was anderes, würde ich mal so behaupten. Gut, wenn ihr Ben Nevis 10 die neue Abfüllung schon im Glas hattet, schreibt es gerne in die Kommentare, würde mich über Feedback sehr freuen. Ich würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr meinen Kanal supporten würdet, gerne bei Patreon, Ko-fi oder YouTube-Kanalmitgliedschaft, da könnt ihr ab 4,99 € mit dabei sein. Und ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr auch in meine Whisky-WhatsApp-Community-Gruppe kommt. Da ist reger Austausch, immer gut was los. Und ja, das ist so alles, was so mit dem Kanal rundherum passiert. Gibt es immer coole Updates, immer, ja, ich würde sagen, viele Preisschnapper findet man da. Ja, wenn ihr Bock habt, schreibt mich einfach an. Ich lade euch dann sehr gerne in die Gruppe ein. Und ja, jetzt würde ich sagen, wünsche ich noch eine angenehme Zeit. Euer Friend, Mr. Z.